Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem Kanal Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und erfahre. Heute werde ich österreichische Whiskys erleben, beziehungsweise ich werde nur einen erleben, aber ich werde euch mal kurz vorstellen, was ich hier für Whiskys habe und woher ich sie habe. Denn ich habe die vom Whisky Nerd bekommen, der einfach mal gefragt hat, hast du mal Lust, österreichische Whiskys kennenzulernen? Da habe ich gesagt, ja klar, ich bin ja für alles offen auf meinem Kanal. Also ich habe ja manchmal auch was anderes als Whiskys hier, weil ich finde es einfach interessant, wenn man Spirituosen ähnliche Getränke, also die Spirituosengetränke, aber die ähnlich zu Whisky sind, ja auch nicht probiert. Aber hier reden wir jetzt wirklich von Whisky. Also nichts irgendwas ganz Seltsames, nur dass er aus Österreich kommt. Ja, was haben wir denn hier? Einmal haben wir ein JH, das ist ein Waldviertler Whisky, ein Rye Whisky aus 60% Rye und 40% Gerste, ja Gerstenmalz, 12 Jahre gelagert. Den habe ich in der Whisky Base nicht gefunden. Ich habe auch nicht auf der Homepage von denen gefunden, was das jetzt für ein Whisky ist, wie teuer der ist. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte den super, super gerne, also auch in meine Blindverkostung reingenommen plus Preis. Aber ich werde höchstwahrscheinlich diesen Whisky einmal hier normal verkosten. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich diesen Whisky dann in die Blindverkostung reinnehme. Einmal, um halt einfach mal zu sehen, wie schmeckt er denn. Das gilt bei fast jedem Whisky so. Also nee, zwei habe ich mir überlegt, werde ich in die Blindverkostung mit reinnehmen. Den werde ich hier wahrscheinlich nur einmal verproben. Ja, und dann werde ich, ich sage gleich, welchen Whisky ich dann noch in meine Blindverkostung reinnehme. Dann haben wir einen Whisky, der ist vom Etikett her, also wenig, also ich sag mal so, von dem habe ich nicht wenig bis gar nichts gefunden. Ich vermute mal, das ist eine eigene Abfüllung. Ja, da hat man fast gekauft. Woher dieses Fass kommt, steht nicht drauf. Also eigentlich weiß ich darüber fast gar nichts. Aber es kommt von dem unabhängigen Abfüller Genuss am Gaumen, hat 57 Volumenprozent. Also ich gehe davon aus, dass es Fassstärke ist. Also Genuss am Gaumen, die sind in Götzis, glaube ich, wird es ausgesprochen. Götzes. Und ja, was steht da noch drauf? Ja, Single Malt. Gehe ich mal von aus, dann wird es auch ein Single Malt Whisky sein. Und hat einen Cognac Finish bekommen. Und diesen Whisky werde ich heute probieren. Ja, da habe ich mir schon gedacht, das ist genau der richtige, den ich probieren kann. Dann gehen wir zu Old Raven. Das ist eine Distillerie. Und diese Flasche hier, die ist, ja, sagen wir mal so, schon was Besonderes. Also der ist 7 Jahre alt, der Whisky, nicht die Flasche. Und die wurde von einem, ich sage jetzt mal, kleinen Gruppe abgefüllt, beziehungsweise die haben dann halt gesagt, hey, Old Raven, wir möchten gerne ein Fass haben, wir möchten gerne eine eigene Abfüllung haben, speziell für unsere Gruppe. Und zwar ist das ein Worldwide Whisky, vom Worldwide Whisky Kanal, der Channel quasi. Da haben sie das abgefüllt. Ich habe hier jetzt noch einen kleinen Rest drin. Und ja, ich bin jetzt mal super gespannt, wie dieser Whisky schmeckt. Ich werde dazu auf jeden Fall ein eigenes Video drehen. Und ja, von wann ist denn eigentlich, da steht sogar bottled Januar 2020. Genau. Da bin ich auch mal echt gespannt, was da so die, ich sag jetzt mal, YouTube-Kollegen sich denn da ausgesucht haben. Old Raven. Gut. Und dann haben wir hier den Eglis. Oder Eglise. Wahrscheinlich Eglise ausgesprochen. Das ist eine Distillerie, die
ein Single Malt Distillery, wobei hier steht Dry und ich weiß jetzt nicht, ob Single Malt, Dry, ob das zusammenpasst. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Diese Flasche hat 43 Volumenprozent, ist, wie teuer war sie nochmal gewesen? Das ist eine 0,35 Liter Flasche für 34 Euro. Die gibt es also zum Zeitpunkt von diesem Video sogar noch zu kaufen. War ich ganz erstaunt. Und was ich ganz süß fand, ist halt, wenn das hier richtig stimmt, das ist Flasche Nummer 1 von 20. Also ganz, ganz, ganz wenig. Also wenn man das sich hochrechnet, also es sind 20 Flaschen, dann wird es wahrscheinlich ein 10-Liter-Fässchen gewesen sein. Dieser Whisky ist ein Rye Whisky oder High Rye Whisky, der aus Roggen und Gerstenmalz hergestellt wurde und 6 Jahre gelagert hat in Bourbonfässern und gefinisht wurde in Portwein, müsste das sein. Ne? Das war der mit dem Portwein. Genau, das ist der mit dem Portwein. Portwein-Finish. Diesen Whisky werde ich auch wirklich in meine Blindverkostung aufnehmen. Das heißt, der muss dann hier beweisen, was er kann. Er ist natürlich, ich sag mal, schon happig vom Preis her. Ja, also davon gehe ich aus. Ich habe ihn aber nicht probiert. Er könnte jetzt grandios sein oder auch nicht. Das werden wir sehen. Aber so wirklich, also 1 von 20, da muss man jetzt schon sagen, okay. Der kostet ja alleine schon die ganze Abfüllung, alles händisch zu machen. Das ist ja, kann man schon fast gar nicht mehr bezahlen. Also da kann man garantiert für die Flasche einen Zehner drauflegen, für die gesamten Verarbeitungsgebühren, die man, also die Kosten, die man da hat, bis man so eine Flasche zusammen hat. Von Etikett ist alles so limitiert, das ist, da explodieren die Preise regelrecht. Gut, ich freue mich natürlich super, dass ich den habe. Ich werde ihn auf jeden Fall aufnehmen, auch wenn ich glaube, dass es relativ unfair ist gegenüber anderen. Das heißt, wird dann Schwierigkeiten haben, gegen die anderen zu bestehen. Deswegen muss man da immer ein bisschen mit Vorsicht walten bei solchen Dingen. Das hat ja auch was mit, ja, ich sage jetzt mal, Lokalpatriotismus so ein bisschen zu tun. Ja? Jemand, der vor Ort ist oder in der Nähe ist, der kauft sich dann auch so eine Flasche und sagt, hey, Whisky aus unserem Ort, ja. Und dann ist es echt okay. Gut, jetzt werde ich aber ein Whisky, nämlich hier probieren, nämlich Single Malt. Das ist dieser Genuss am Gaumen, 7,5 Volumenprozent. So, Schraubverschluss. Gut, hält dicht, kann man sicher von ausgehen. So, jetzt keinen Unfall hier bauen. Farbe ist wirklich dunkel, fast leicht rötlich. Keine Altersangabe, also keine Altersangabe, aber richtig schön dunkel. Könnte Sherry sein, also alleine schon von der Farbe her würde ich das tippen, dass der also Sherry hat. Aber deswegen mache ich ja normalerweise Blindverkostung mit einem blauen Glas, damit ich also sicher sein kann, dass ich mich hier nicht irgendwie selbst täusche und sage, ach, dunkel muss schon super sein. So, jetzt wollen wir mal gucken, was so dieser Whisky hier auf der Zunge erstmal, von der Zunge her, ach, nicht auf der Zunge, von der Nase her natürlich was zu sagen hat. Schönes, süßes Holz. Er hat gut Fass gesehen, ja, Tannine, eindeutig. Würde fast schon sagen, hat ein bisschen Barrique-Aromen drin. Erinnert mich an einen Jobs-Whisky. Da hat auch so ähnliche Aromen. Jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals. Ja, dieses starke, also Richter hat mit Holz gearbeitet, könnte, also der hat schon Power wahrscheinlich dann auf der Zunge, davon kann man echt ausgehen. Dann meine ich, Sherry rauszuriechen,
könnte aber auch ein Cognac sein. Nase ist die 57%. Spürt man kaum. Würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, wo ich sagen würde, Mann, das ist. Nee. Super eingebunden. So, und jetzt wollen wir mal probieren. Ja. Also wenn ich jetzt raten würde, und ich muss ja hier raten, weil ich weiß nichts über diesen Whisky de facto, würde ich sagen, er kam, also er kam wie, ich sag mal, traubig rein, wie so eine schwere Traube, die schon ein bisschen süß hat. Dann wurde er ein bisschen trockener. Seltsamerweise, so leicht staubig. Dann ging er rüber in einem, ja, ich sag jetzt mal so, doch mal fast tanninige Art. Also, er war, man merkte so richtig das Fass mit einem starken, also für mich immer noch Cognac-Touch. Also, der hat richtig was mitbekommen. Also, für mich ist es eher Cognac-mäßig. Intensiv, also Geschmack ist wirklich sehr intensiv. Das ist also kein leichter Whisky. Den würde ich auch schon höher bewerten. Also, ich sag's mal so. Also 55 bis 60 Euro der Liter. Bestimmt. Also in der Klasse würde ich ihn echt einsetzen. Ich bin gerade überlegen. Der Abgang, sehr diese süße. Holzige Vanille, sehr stark, sehr intensiv. Und dann kommt so eine leichte, süße Bitterkeit dazu. Ganz am Schluss. Die, wo man merkt, das Fass hat, sagen wir mal so, länger hätte der nicht drin sein dürfen. Bin ich ziemlich sicher. Dann wäre es genau der Punkt, würde dann kippen. Der würde dann wahrscheinlich dann nach hinten, würde man dann merken, es ist aber jetzt ein bisschen zu heftig. Ne? Nein, man hat hier noch den Absprung geschafft. Ah, und die Nase ist sehr schön. Diese tanninige, runde Fülle, sehr schön. Hat auch schöne Trockenfrüchte drin. Eindeutig. Und ich bilde mir jetzt natürlich ein bisschen die Traube ein, weil ich einfach Cognac im Kopf habe. Also, ich weiß nicht, was die Flasche gekostet hat. Kann ich nicht sagen, nicht zu sagen. Aber das ist schon ein sehr leckerer Whisky. Das kann ich schon sagen. Also, wenn ich so einen Whisky 60 Euro, 55, sagen wir mal 55 Euro ausgeben würde, dann würde ich schon sagen, ja, ist schön, guter Whisky. Passt, ne?
Ich vermute, er ist ein bisschen teurer. Das wird. Aber es steht nichts drauf. Es steht nichts drauf. Ich weiß nicht, welche, ob es ein schottischer Whisky ist, welche Distillerie es ist. Gar nichts. Ne? Also, das ist schon fast wirklich so eine Blindverkostung. Da ist schon fast egal, was draufsteht. Weil es steht eigentlich ja Cognac. Ja, klar, steht ja Cognac. Ich habe gesagt. Cognac, ich habe es ganz vergessen. Stimmt ja, Cognac. Also der ist wirklich Cognac aufgeladen bis zum geht nicht mehr. Ja. Ja, das war jetzt ein leichter Fail, weil ich habe gar nicht dran gedacht, mehr, ja, ist Cognac. Ich hatte erst gedacht, naja, es könnte ja vielleicht auch ein Sherryfass sein, aber dann kam ich direkt auf Cognac. Dabei habe ich das selbst hier stehen gehabt. Wie peinlich, ja. Also. Aber ich bleibe dabei. Jetzt habe ich mal die Nase aber ein bisschen weiter weg. Der ist gut. Der ist eindeutig gut. Da jetzt kommt diese frische. Also so ein bisschen, wenn so ein. Wenn das Glas jetzt, sagen wir mal, ein bisschen getrocknet. Also man trinkt es aus, lässt es eintrocknen, riecht dran. Dann riecht das so, ja. Also gar nicht der Alkohol. Ist total gut eingebunden. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Ja. Ja. Vielen Dank, Whisky Nerd. Der Whisky ist wirklich gut. Also gut, der ist sehr gut. Also für mich ist das gehört dazu den schönen trinkenden, also wirklich für mich persönlich zu den ganz tollen Whiskys, die ich weiterempfehlen würde, wenn ich den Preis wüsste. Ansonsten rein geschmacklich kann ich ihn weiterempfehlen. Sehr schöner Whisky. Und vielen Dank. Ja, ich sage ich einfach mal, Leute, geht auch zum Whisky Nerd, sucht ihn einfach oben in der Zeile, Whisky Nerd eintippen, paar seine Videos anschauen und vielleicht auch sagen, hey, ich habe gehört, ich kam von, wäre auch ganz nett, ne? Wenn er das in den Kommentaren bei ihm reinschreiben würde, dann wissen die auch, ah, die kommt von hier. Das ist, wäre super. Alles klar. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Gar nicht, sondern ich sag jetzt, habt viel Spaß mit euren Whiskys noch. Bis dann. Tschüss.